So, wir haben einfach mal einen Stummpart angefangen. Leute, ich weiß nicht, ob das mit dem Mikrofon klappt. Ich, habe jetzt einfach was eingestellt. Deswegen versuche ich es einfach mal. Ich hoffe, es klappt einfach. Gleitschirmfliegen. So. Du willst also Gleitschirmfliegen? Das kostet dich 50 Simoleon. Okay. Was ihr gerade gesehen habt, vielleicht da, war halt die Einstellung, also ihr habt die Einstellung nicht gesehen, aber ich wollte eigentlich testen, ob das geht und ich habe kein Selbstbild gemacht, das habe ich voll vergessen und deswegen, ja. Danke für die Bezahlung, du kannst so viel fliegen, wie du willst, solange du nichts tust, was dich verletzen könnte. So, 50 Sci-Score. Ich hoffe, es klappt irgendwie. Nee, es klappt nicht. Ich will hoch! Ah doch! Ah, ich komm hoch! 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 Yeah! Oh, wie cool! Auf einmal klappt es! Diese Flappy Bird-Idioten-Dinger da. Was machen die Flappy Bird-Dinger da? Nein, weg da! Oh cool, das macht sogar Spaß dann auf einmal, wenn es klappt. Nein, böse. Okay, nein. Hoch, 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 hoch! Das war es nicht wert. Das war es gar nicht wert. So, da werden wir nach unten geschoben. Nee, nach vorne. Nach vorne, nach vorne, nach vorne. Okay. Okay. Ach, cool. Es macht Spaß, wenn es auf einmal funktioniert. Also, ich muss nicht mal pusten. Ich habe das alle auf die Tasten eingestellt, Alter. Oh Gott, nein. So. Miau. Ich glaube, oben zweiten ist, glaube ich, die beste Möglichkeit. Yay, wir fliegen. Au. Alter. Was? Wie uns das Ding runtergehauen hat. Aber cool gelaufen. Oh, was? Muss viel weiterkommen. Versuche ich nochmal. Ja. Komm. So, Gleitschirm fliegen. Ja, 50 Simoleon, das können wir ruhig zahlen. Wir kriegen ja eh das Geld wieder rein, also von daher. So. Wenigstens haben wir in der Party schon mal ein bisschen Sternlevel gekriegt. Dass wir so viel Dings brauchen, um allein Bronze zu erreichen. Wir haben doch jetzt schon gerade 2 Minuten rumgeflogen, haben nicht mal Bronze erreicht. Das ist ekelhaft. So, aber. Geben die 200 Punkte? Ja, Tatsache. Sollten wir die wohl fleißig einsammeln. So. Ja, so ein Pustestick ist cool, ja? Also. Was ihr nicht wisst, da unten ist ein lilaner. Alter, was ist. Warum ist der lila? Nein! Oh Gott. Warum ist der lila? Wie viele Punkte gibt der? 300. So. Ja, ich habe nämlich jetzt eingestellt, wenn ich hochdrücke, dann puste ich. Und ja, wenn nicht, dann. Pech gehabt. So. Und dann ab nach oben. Ja, warten wir noch kurz. So, und dann da oben, den will ich auch noch kriegen. Danke. Und dann werden die rot. Yeah! So. Jetzt war einen übersehen. Guck mal, da übersehen wir einen einzelnen, dann werden die wieder blau. Wie asozial. Ich habe so ein Gefühl auch, dass die sich immer wiederholen von der Art her. Also welche wir kriegen. Autsch. Ja, da war ich machtlos. Der ist voll mich reingedüst. Alter. Okay, das war wenigstens angenehm. Yeah. 13.000 Punkte für Silber. Das ist doch auch eine gute Möglichkeit eigentlich. Haben Sie doch Zeit dafür? Natürlich. So, ja, wir fliegen trotzdem weiter noch ein bisschen. So. Nein, ups. Ach, komm. Weißt du, Gleitschirm fliegen. Du möchtest fliegen? Das kostet nicht $50. Willst du es doch nicht mehr machen? Weißt du, nö. Anstatt das vorher zu erwähnen, nö. Ach Gott, so versuchen wir nochmal. Das Spiel gefällt mir übrigens gerade. Los geht's. Regel Nummer 1, wir dürfen auf jeden Fall kein Juwel übersehen. Dann haben wir, glaube ich, größere Chancen. Und die Musik ist schön, ja?
Wir gehen mal ein bisschen zurück. Da können wir ja. Dann haben wir so ein bisschen mehr Ausweichmöglichkeiten. So. Wie zum Beispiel jetzt hier. Das Ding einfach nach oben kommt, ey. Ich wäre sowas von gearscht gewesen. So. Fliegen wir mal ganz schnell vorbei. Dass uns das Ding nicht erwischt. Das ist echt eine böse Passage da hinten, ne? Dass das der eine Vogel da halt ist. So. Nein. Autsch. Vorsichtig, dann werden die auch gleich rot. Nein. Ah, verdammt, 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 verdammt. Oh. Ja. Das war nicht erfolgreich. Das war definitiv nicht erfolgreich. Da versuchen wir nochmal. Ja, ja. Gleitschirm fliegen. So. Ja, das Geld kommt auf jeden Fall rein. Das ist schön. So. Und wieder geht das lustige Spiel mit dem Fliegen los. Wir halten uns jetzt... machen eine ganz andere Strategie. So, wir halten uns hinten. Solange kein Vogel von hinten kommt, ist eigentlich alles gut. So haben wir genug Zeit, um auszuweichen und sollten kein Risiko eingehen. So sehe ich das jetzt gerade, weil dann haben wir eine gute Chance, um auszuweichen, wie zum Beispiel jetzt hier. Und ja. So, der geht nach oben, ne? Eben, und dann gehen wir wieder selber nach oben. Das ist eine andere Reihenfolge. Kommen wir so vor. So, der geht... Ach Gott, das ist... Was für ein scheiß Vogel, ey! Jetzt, warum ist er jetzt auf einmal da ganz hinten? Der ist doch sonst immer schon... Wir werden immer besser. Sag mir nicht, es ist schon Nacht. Oh, ist jetzt reingegangen? Ist es denn? Ich will gleich springen. Oh, du... Bah. Kann nicht wahr sein. So, was mit dir? Oh, mich hat ein Insekt gebissen. Ja, und? Mich hat der Spaß gebissen und dann ist die Runde vorbei. Ja. Übrigens ist das die Steuerungsart. Was? Was ist das für ein Stein? So, wenn ihr den Bus... Ja, wir fahren jetzt mit dem Bus. So. Hier zum Hafen. Oh, ist das nicht cool? Zack. So, dann sind wir beim Hafen. Und dann kann es weitergehen. So, Gino ist auch da. Okay. Sehr interessant. Was macht er denn hier? Meine Kuchenlade läuft besser dank deiner Hilfe. Vielleicht ist es Zeit, neue Experimente durchzuführen. Ja. Hm? Neue Experimente. Ach Gott, ey. So. Schlafe ich jetzt erstmal wieder hier ein paar Minuten. So. Also eher gesagt, ja, eine kurze Zeiteinheit, bis wir wieder mittags haben. So wie es man es halt macht, wenn man halt, ja, Mensch ist. Schlafen wir alle bis mittags. So, und dann würde ich sagen, führt uns der Weg hoch zum Gebiet. Und dann werden wir da erstmal alles verschönern und dann weitersehen. Vielleicht kriegen wir durch das Verschönern ja auch ein bisschen Sterne. Das wäre auf jeden Fall sehr nett. Und ja, das Problem ist einfach, ich habe sonst keine Ahnung mehr, wo wir... Ich habe jetzt schon keine Ahnung mehr, wo wir was herkriegen können. Ich meine, wir haben alles versucht und ja, erstmal du. Du kannst all deine Sorgen hier vergessen und einfach entspannen. Yay, das klingt doch schon mal sehr nett. So, wo haben wir einen Blumenstrauß? Hier. Bitteschön. Das ist, weil du so nette Worte gesagt hast. Und weil du deine Pupillen erstmal verkleinert hast. Oh, danke schön. Was für ein wunderschönes Geschenk, danke. So, die ist aber noch nicht ganz fröhlich. Das können wir ändern. Ich habe gerade irgendwie auf den Controller gewechselt. Ich weiß nicht warum. Aber ihr merkt schon einen Unterschied, ne? Ja, ja. Ist schon ein Unterschied. So. Ich gehe wieder auf Maus. Das ist viel angenehmer. So. Dass wir so lange reden müssen, ne? So, will er... Was sagt... Hier ist auch jemand. Oh, cool.
Dieser Ort ist lang. Weißt du, der erste sagt, boah, cool hier, hier vergisst du alles und Sorgen und so, und der andere sagt, langweilig. Hallo Hund. Und Sebastian, hast du irgendwas für mich Neues? Die Tiere sind im Wald aufgetaucht. Nicht viele. Aber wir sind ja gerade erst am Anfang. Ist das nicht großartig? Ich habe noch nie ein weitere Bitte. Ich möchte Tierfutter herstellen. Aus einer Blume und einem Fisch kann ich eine Portion Futter machen. Wenn du etwas davon übrig hast, wäre ich sehr dankbar. Okay. Gut zu wissen. Aus einem Fisch und einer Blume. Ja. Hier ist übrigens noch so ein verrotteter Baum. Den habe ich vollkommen übersehen. Aber okay. So, was ist mit dir? Lebst du hier? Glück für dich. Ja, finde ich auch. Hier kriegst du, einen Teekuchen. Bitteschön. Ich bin mal gespannt, wenn wir Level 4 erreichen. Die Parts ziehen sich in die Länge und wir erreichen einfach nicht das nächste Sternlevel, ne? Das ist ekelhaft. Ach Gott. So, aufmuntern. Wir haben wieder zweimal unterhalten drin. Warum auch immer zweimal unterhalten drin? Ich verstehe es nicht. Nee, ich werde mich nicht unterhalten. Ich werde einfach lachen. Hahaha. Ich könnte mich zweimal mit dir unterhalten, aber ich will nicht. So bin ich halt. Mal kurz ein bisschen strecken. So. Red nicht so lange. Weißt, wisst ihr, dass sie ohne Kontext nochmal ein halbes Jahr reden müssen, ja? So. Dann werden wir das Gebiet hier nochmal verschönern. Wir haben ja immerhin ein paar neue Sachen. Vielleicht reicht das auch schon aus, dass wir das vierte Sternlevel kriegen. Ich weiß es nicht. Uns fehlt zwar noch ein bisschen was, aber... Ja. Ich verkrafte das nicht. Oh, ist mir doch egal. So. Dank dir kommen mehr Sims in die Stadt. Als ich all diese Familien in der Stadt kommen sah, musste ich an meinen Papa denken. Jedenfalls habe ich noch mehr für dich vorbereitet. Du kannst die Sache nun überall auf den Hochland platzieren. Weiter so. Ich gebe auch mein Bestes, diesen Ort zu verschönern. Ja. Hochland gestalten. Das können wir ja mal machen kurz. Vielleicht kriegen wir dafür auch ein bisschen Sterne, das wäre schön. So. Ach, guck mal, wir können noch 10 Sachen platzieren. Wow. Hier, Gebüsch in Tierform. Yeah. Cool. So, hier tun wir auch noch einen Elefanten hin. So. Haben wir hier oben noch auch eine Fläche gehabt? Fragezeichen. Nein, haben wir nicht gehabt. Oder hier unten vielleicht. Hier stand auf jeden Fall das. Dann können wir hier auch noch so ein rundes Beet hinmachen. Tulpenbeet, so. Ah, wir können hier alles vollkleistern. Das macht die Gegend natürlich auch schöner, ne? Also das müssen wir unbedingt merken. So, Vogelhaus. Jetzt bin ich mal gespannt, was die da hin platziert. Ja, definitiv ein Vogelhaus. Ich habe nichts gesagt. So. Hier steht einmal die Bürgermeisterin. Haben wir hier nur einmal was platziert oder zweimal? Ne, hier ist nur einmal was platziert. Okay. So, hier packen wir auch noch ein Vogelhaus hin. Einfach weil es schön ist. So, hier packen wir ein Sonnenblumenbeet hin. Wir klatschen einfach hier alles rein, ja? Meine, ist doch scheißegal, wie schön es hier aussieht. Hauptsache, es ist dekoriert. Ja, so denken doch die Leute heutzutage. Hauptsache, es ist was drauf. So. Sonnenblumen. Zack. Ja, das haben sie auf jeden Fall in den späteren Teilen besser gelöst. So, hier ist nichts mehr. Dann gibt es da hinten noch was bei der Figur, glaube ich. Oder irgendwie. Hier hinten. Hier haben wir, glaube ich, eine Figur platziert, ne? Ne, hier haben wir ein Sonnenblumenbeet platziert. Okay. Machen wir folgendes, wir packen hier ein Tulpenbeet hin. Und zwar so. Bäm. Guck mal, die liegen Rand an Rand. Das ist so ein Tic-Tac-Toe-Feld dann hier einfach. Mit so halt, ja, Vierken statt Xen.
Ja, das ergibt Sinn. So. Und eine Sache haben wir noch. Nur für wo? Wo können wir denn noch was platzieren? Wir haben irgendwas übersehen. Wo haben wir was übersehen? Das ist jetzt echt mal interessant. Wo haben wir denn was übersehen? Denn hier haben wir alles platziert. Vielleicht hier unten beim Racketballfeld. Kann das sein, dass wir hier irgendwo was platzieren können? Nö. Ja, machen wir mal so, dass wir erstmal zurückgehen wieder. Und da können wir ja gleich fragen und dann... Oh, ja, guck mal hier, wo wir gerade zurücklaufen. So, hier, die Bürgermeisterin sieht dich. Hm? So machen wir es jetzt. So. Ah, sie sieht dich sogar zweimal. I'm watching you. So, bitteschön. Bist du fertig? Ja. Da oben steht da jetzt zwar, dass wir erst Samstagmittag noch haben, aber gleich haben wir schon Ende. Wetten? Doch nicht. Gut, einmal versuchen wir noch Gleitschirmspringen. Oder fliegen. Ich hoffe, das wird dann was. Ich gebe alles. So. Ja, es gibt 15 Felder auf der Wiese hier. Unser Ziel ist natürlich, Silber bzw. Gold zu kriegen. Und deswegen wieder alles geben. Ich hoffe, es wird was. So. Ganze Vögel, die hier rumfliegen. Also einfach ausweichen. Ich glaube, ich sollte eher ausweichen, anstatt irgendwas zu riskieren. Ich glaube, dann habe ich echt einen Vorteil. So, da fliegt nach unten. Das Drecksbiest. So, und dann... ekelhaft. Vor allem kommt der Vogel, der jetzt da unten ist. Mal sau spät, ja? So, den weichen wir aus, damit wir auf jeden Fall keinen übersehen. Ohne Worte! Ohne Worte! Ey! da fliegt ein Vogel oben lang. Und da unten sind Juwelen. Torpedo! Ekelhaft, ey. Das ist echt ohne Worte. So. Ja, ich gebe nicht auf. Oh, wir kriegen auch immer mehr Geld dazu. Vor allem, weißt du, du sagst selber, dass du, ja, es nicht versauen willst irgendwie, aber irgendwie, ja. Sag das so leicht. Weil... Du willst doch die Diamanten mitnehmen. Und selbst so auf die Entfernung hin, ja? Aber ich glaube, das ist immer dasselbe, was hier abgespielt wird, ne? Oder? Ja, ich glaube schon. Gut, dann können wir uns da irgendwie drauf vorbereiten, vielleicht. So, indem wir einmal hier unten lang fliegen, dass er uns nicht kriegt. Gehen wir jetzt zurück. Mal sicher gehen. Aber der Wind ist immer woanders. Das sehe ich schon. Ja, fuck. Das bedeutet, wir kriegen wieder die blauen. Das ist nicht gut. Aber okay, ist kein Problem. Nein. Okay, das war nicht so schlimm. So, wetten, da kommt jetzt unten einer. So, oh, die ganzen Windfelder, ey. Das ist nicht cool. Das ist... Man kann damit zwar Tempo kriegen, das ist cool, aber bringt dir im Endeffekt nichts. So. Die Vögel werden auch ziemlich viel. Hm. Da wusste ich nichts mehr zu tun. Das kam überraschend. Ach je. So. Ich will doch einfach nur Nein. Nein, 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 nein. Ich will einfach nur eine Dingsmedaille kriegen. Komm. Silber. Silber kann doch drin sein.
Das Spiel ist nicht schwer, also... Halt, ne? Ausweichen, das ist die Lösung, aber... Sagt man so einfach. Zieh hoch, was war das denn jetzt auf einmal? Zieht sie runter. Oh Gott. Ah, warte mal. Ah, so können wir uns steil nach unten begeben. Okay, das ist, glaube ich, mal in der Hinsicht wichtig. Ja, doch. Cool. Das hat mich auch voll getroffen. So, geh weg von mir. Und hoch. Es ist gefährlich, am Boden rumzufliegen, Alter. Oh, jetzt ist der Windzug ganz woanders. So. Okay. Hoch. Danke. Jetzt kommen auch die Roten. Die Roten sind sehr wichtig. Die geben 4 Punkte. Ob es noch eine Farbe gibt? Würde ich mal gerne wissen. Ja, denke ich schon, ne? Oder ist Rot schon das Ende? Da geben auch 500 pro Teil, ne? So, darauf falle ich jetzt nicht rein. Und doch falle ich. Nein. Nein! Ah, verdammt aber auch! Nein, 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 nein! Da waren Gelbe! Gelbe sind bestimmt richtig penetrierend. Es ist schon zu Ende. Leute, der Bulle ist hier. Was macht denn der Bulle hier? Wir versuchen das nächste Mal wieder Silber zu kriegen. Ja, ist doch schwieriger, als ich dachte. Wie es aussehen wird, wie wir es machen werden, ich weiß es leider gerade nicht. Auf jeden Fall werde ich es versuchen. Ah, es ist ja schön, dass Touristen kommen. Aber sieht so aus, als ob alle Welt mit jemandem verkuppelt ist und diese Tatsache stolz zur Schau trägt. Ist Ihnen nicht klar, dass Sie hier sicher sind, weil ich da bin und patrouilliere? Unerhört! Ich würde auch gerne mal mit einem süßen Mädel spazieren gehen und nicht die ganze Zeit auf Streife gehen. Die mir aufgetragene Pflicht lastet schwer auf meiner Seele. Ah! Unglaublich, dass ich das gerade gesagt habe. Ich bin nicht geeignet, diese Stadt zu beschützen. Können wir nicht irgendwie aufmuntern? Was, wir können ihn nicht aufmuntern? Ja, das lenkt mich jetzt gerade ein bisschen ab. Ich will keinen traurigen Polizisten in meiner Stadt haben. Da fühle ich mich nicht sicher. So. Ja, dieses Event-Cracking, das ist ekelhaft. Ne, okay. Leute, im nächsten Part von My Sims DS werden wir uns hier weiter umgucken. Wir haben viel geschafft, eigentlich. Das vierte Sternlevel dauert noch, aber ich hoffe, wir kriegen es im nächsten oder so. Im nächsten oder danach den Part. Ach Gott, ey, Leute, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschalten. Und Masala Vista, Baby.